Ja, sie sollen sich engagieren. Sie sollen zu ihren Abgeordneten hin, egal oder da, wo sie wohnen, in ihren Regionen. Und sollen die daran erinnern, hört mal zu, irgendwann kommen ja wieder Wahlen. Und dann dürfen wir auch wählen. Jetzt dürfen ja viele nicht wählen von den Jugendlichen, weil sie zu jung sind. Dann dürfen wir ja auch wählen. Denke daran, du hast mal bei deinen Wahlkundgebungen ganz was anderes versprochen. Nichts hast du eingehalten. Und denke daran, meine Stimme zählt auch. Also die sollten sich engagieren, sollten da hingehen zu ihren Leuten, die da in ihrem Umfeld sind. Und permanent, nicht nur mal ja und nicht. Sie müssen keiner Partei beitreten. Ich bin auch parteilos. Ich würde nie in einer Partei eintreten. Keiner. Aber die sollten sich informieren. Und hartnäckig bleiben. Nur so können sie was erreichen. Und wenn sie dann Abi gemacht haben, wie ich schon sagte, studiert haben, einsetzen. Mit dem Wissen, was sie haben, können sie die Welt verändern. Sie müssen es nur wollen. Und nicht aufgeben. Das ist meine Message an die ganze Jugend. Kümmert euch um eure Zukunft. Die Alten tun es ja nicht. Die treten irgendwann ab, auch biologisch. Denen ist es doch egal. Das wundert mich aber. Meistens sind sie verheiratet, haben Kinder, Enkelkinder. Die müssen doch daran denken, was die für einen Schermhaufen hinterlassen. Klima. Ich versuche den Jungs und Mädels immer zu erklären, denkt daran, wir haben nur diesen kleinen Planeten. Und wenn der kaputt ist, wir können nicht umziehen. Wir haben nur dieses eine Ding. Deshalb verändert mal euer Verhalten. Coffee to go, wenn du siehst, diese ganzen Becher, jeden Tag. Ich habe immer ein extra Ding bei, wenn ich irgendwo Kaffee unterwegs bin. Hier drin machen wir Kaffee rein, hier. Nicht im Becher, lehne ich ab, will ich nicht. So Kleinigkeiten. Und wenn das jeder macht. Kleine Dinge verändern die Welt. Ja, genau.